Ist das der Grund, warum Sie, wie man so liest, das Portemonnaie zugedreht haben, zugeschraubt, zugeklappt, wie auch immer? Nein, ich habe das Portemonnaie nicht zugedreht und auch nicht zugeschraubt, sondern ich habe mich frühzeitig mit dem Financial Fairplay beschäftigt. Dazu muss man wissen, vielleicht für unsere Zuschauer, das bedeutet, glaube ich, ab der neuen Saison, ab der nächsten, nicht ab der jetzt kommenden, sondern ab der darauf, dass ein Verein aus dem laufenden Spielbetrieb das Geld erwirtschaften muss, um seinen Spielbetrieb zu finanzieren. Bereits die jetzt anfängt, ist Messperiode. Ja. Und es geht darum, es gibt eine Übergangszeit, in der die Vereine noch Zuschüsse von Mäzenen, von Investoren, wie immer man die Menschen nennen will, annehmen können. Aber nach der Übergangszeit 2018 muss das, was ausgegeben wird, auch eingenommen werden, operativ. Aber Sie nehmen diese Messperiode ernst. Und wenn Sie jetzt mal gucken, Herr Abramovic hat für 15 Millionen gerade einen Trainer geholt. Also da sind Sie der Einzige. Ne? Es wird natürlich von vielen bezweifelt, dass das durchsetzbar ist. Ja. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man Real Madrid oder Barcelona ausschließen wird von der Champions League. Das wird die UEFA wahrscheinlich nicht machen. Aber es wird Sanktionen geben, dass die dann von Fernsehgeldern etc. weniger abbekommen als andere. Für uns, für Hoffenheim, war es absolut notwendig, sich so einzustellen, dass wir die Kriterien erfüllen. Und der Verkauf Luis Gustavo, der wäre jetzt im Sommer noch nicht mal für die Hälfte so gelaufen. Ja. Da bin ich überzeugt davon. Immerhin haben wir 17 Millionen sicher und 3 können wir noch kriegen, je nach Erfolg der Bayern in der Champions League. Das ist ein Traumwert für diesen Spieler, der zugegeben natürlich, wie der Ralf Rangnick gesagt hat, der konstanteste war in Hoffenheim. Aber Sie sind damit natürlich dann auch voll und glaube auch bewusst dann auf Konfrontation mit dem Trainer gegangen und dann ging es ja auch nicht weiter. Sie haben dann, glaube ich, von ihm, sagen wir mal, wie soll ich das ausdrücken, eine saftige E-Mail bekommen. Ich glaube, das trifft zu einigermaßen und daraufhin haben Sie ihn entlassen. Nicht Sie, weil Sie dürfen das ja nicht, wegen der 50-plus-1-Regel, aber die Geschäftsführung. Er ist nicht entlassen worden, der Ralf Rangnick. Der ist zurückgetreten. Also. Und wir haben aber vereinbart, dass wir das Thema nicht mehr öffentlich diskutieren. Ist es denn wieder gut zwischen Ihnen? Ich habe nach wie vor mit ihm ein gutes Verhältnis. Ja? Übermorgen hat er Geburtstag. Ich werde ihm gerne gratulieren und habe ihm auch gratuliert zu den Erfolgen gegen Inter Mailand. Mhm. Und, also wir haben ein prima Verhältnis. Im Moment ist es so, dass man in Deutschland bei einem Verein muss der Verein mindestens 50% plus eine Stimme quasi haben und damit die Kontrolle haben. Und ein einzelner Investor, Mäzen, wie auch immer, kann eben nicht die Mehrheit am Verein haben. Jetzt gibt es aber Martin Kind aus Hannover, der sich jetzt massiv dafür einsetzt und dafür auch weiter kämpfen will, demnächst beim DFB-Schiedsgericht und zur Not auch vor der Europäischen Gerichtsbarkeit, dass diese Regelung fällt. Wenn es so möglich wäre, dieses 50+1, A, kämpfen Sie an Kinds Seite und B, würden Sie dann auch entsprechend aufstocken? Nee, Sie haben im Moment 49%, glaube ich. Also ich stehe in der Geschichte völlig neutral. Ich stehe nicht an der Seite von Martin Kind oder an der Seite der DFL, sondern ich sage, meine Einschätzung ist, dass europäisches Recht irgendwann mal dazu führen wird, dass in Deutschland das 50+1 nicht bestehen bleibt. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Dem deutschen Fußball geht es in Europa mit Abstand am besten, nicht zuletzt wegen 50+1 und weil die DFL vernünftig kontrolliert und zum vernünftigen Wirtschaften anhält. Aber die DFL kann natürlich auch nichts dagegen machen, wenn der Europäische Gerichtshof sagt, dass wenn der Martin Kind gewinnen sollte, dann wird es Investoren geben in Deutschland, wie es sie in anderen Ländern auch gibt. Ob das gut ist, wage ich zu bezweifeln. Ich bin ja völlig eine andere Kategorie als Abramovic. Gut, Abramovic hat viel, viel mehr Geld als ich. Das meine ich aber nicht. Ich habe in Hoffenheim Fußball gespielt. Ich verbinde mit dieser Geschichte Bundesliga eine ganz, ganz breite Jugendförderung. Darauf kommt es mir an. Und der Abramovic, ich schätze ihn,
denn er macht auch sehr viel Soziales in seiner Heimat. Das wird oft vergessen hier. Aber dessen Ziel ist halt, er will die Champions League gewinnen. Zumindest habe ich das gelesen. Ja, das halte ich auch für relativ wahrscheinlich. Wie gesagt, jetzt gerade für 15 Millionen Ablöse wohlgemerkt, einen Trainer verpflichtet von Porto. Das ist auch ein relativ ungewöhnlicher Schritt. Es mal ist angenommen, gut, dass das Geld dann bei Porto ankommt. Da ist es auch gut angelegt. Ja, die freuen sich. Das Geld verschwindet ja nicht. Das ist der Trost immer dabei. Ja. Was würden Sie denn machen, wenn jetzt plötzlich in der Bundesliga Vereine von Scheichs oder von Oligarchen aus wo auch immer her die Vereine entern? Was würden Sie denn da machen? Wären Sie dann die deutsche Macht, die dagegen kämpft? Also oder? Ich würde sicher kein Transparent ziehen und gegen die protestieren. Aber ich glaube, in Hoffenheim werden wir keinen Scheich einsetzen. Okay. Das war für Sie bestimmt nicht leicht, oder? Ich meine, auf der einen Seite, als Sie damals angefangen haben zu investieren, habe ich mir gedacht, wow, was für eine geile Idee, den eigenen Heimatverein bis in die Bundesliga zu schubsen. Eigentlich geil. Aber viele fanden es nicht so toll. Zum Beispiel die. Die nicht, ja. Ich kann mich erinnern an das Spiel, das war noch in unserem alten Stadion Hoffenheim, zweite Liga. Gladbach hat zur Halbzeit 2-0 geführt. Und dann haben die gesungen, gegen Gladbach kann man mal verlieren. Und am Ende hat Hoffenheim 4-2 gewonnen. Dann haben die Hoffenheimer gesungen, gegen Hoffe kann man mal verlieren. Ja. Und da waren die halt sauer. Ne? Aber das war ja noch gelinde. Das war das ja andere noch wollen wir hier nicht in der Sendung haben. Die anderen Kategorien, die rufen Sie bitte nicht auf. Nee, ja. Wollen wir auch nicht haben. Aber ich wollte gerne von Ihnen wissen, ob es ruhiger und besser geworden ist. Dass Sie das Gefühl haben, vielleicht auch, weil Sie das Konzept geändert haben. Weil Sie ja jetzt ganz klar sagen, wir gehen einen anderen Weg. Keine großartigen Millionentransfers mehr, so habe ich das verstanden. Dass das natürlich auch für mehr Akzeptanz sorgt? Ja gut, also ich habe das Konzept nicht etwa geändert wegen der Fans, sondern ich habe eben schon Financial Fairplay gesagt. Aber auf der anderen Seite steht natürlich auch die Investitionsphase. Die hat Infrastruktur beinhaltet, Stadion, Trainingszentrum und Aufbau einer Mannschaft und funktionierenden Gesellschaft. Sie haben eine Viertelmilliarde ungefähr investiert, ne? 240, ja. 215 Millionen, ja. Und diese Investitionsphase, warum? Und jetzt muss man dann eben in die Konsolidierungsphase gehen. Und da kam Financial Fairplay und hat das Ganze beschleunigt. Nachdem ich das studiert hatte und gesehen habe, das beginnt dieses Jahr am 1. Juli, also mit der neuen Spielzeit, die Messperiode, habe ich gesagt, wir müssen jetzt die Weichen so stellen, dass wir dem standhalten. Und das tun Sie jetzt mit? Und das war nicht etwa, weil die Fans mich beleidigt haben. Die werden mich auch weiter beleidigen, bis, wie heißt das, Rasenball Leipzig in der ersten Liga ist. Dann, Red Bull steckt dahinter, muss man an dieser Stelle sagen. Dann, dann haben sie einen neuen Gegner. Ne? Ja. Ja. Aber ist es denn grundsätzlich so, dass Sie mit dem Engagement nach wie vor glücklich sind? Sagen, es war genau die richtige Entscheidung. Ich, Sie haben doch den Lebenstraum ein Stück weit erfüllt, oder? Dass Sie einen kleinen Verein, Ihren Verein in die Bundesliga geschubst haben? Aber ich stehe ja da gar nicht so sehr im Vordergrund. Wenn man sieht, wie es gewachsen ist, dann sieht man auch, dass es nicht jetzt von meinem Ehrgeiz getrieben war, das Projekt. Sondern glauben Sie mir, für mich stand immer die Jugendarbeit an erster Stelle. Und das war schon in den 90er Jahren so. Jugendförderung Hoffenheim hat nur teilweise mit anderen Gemeinden zusammen Jugendmannschaften stellen können. Das hat sich dann geändert. Wir haben eine breite Jugendarbeit aufgebaut. Aber es war auch immer klar, die Jugendlichen brauchen Vorbilder. Und wenn wir keine erste Mannschaft haben, in die es sich lohnt, für die Jungs, wenn sie sagen, da will ich hin, dann fehlt der Antrieb. Und dann haben wir gesagt, okay, Oberliga, das wär's. Und als dann der Hansi Flick Trainer wurde in der Oberliga, hat er gleich einen Durchmarsch in die Regionalliga gemacht. Dann war Regionalliga das Ende der Wünsche. Mhm. Und Bundesliga ist überhaupt erst aufgekommen als die Metropolregion. Da gibt es einen Sportarbeitskreis, in dem namhafte Unternehmer präsent sind. Und die haben gesagt, wir brauchen Bundesliga-Fußball und wollen das auch fördern.
Es ist jetzt nicht so, dass die große Teile dieser Investition getragen hätten, aber immerhin, diese Firmen der Region sind unsere Sponsoren. Sie ermöglichen mit ihrem Sponsoring, dass wir unser Stadion Rhein-Neckar-Arena nennen können, dass es nicht XY-Arena heißt. Das ist vielen wichtig und mir auch. Und das war der Auslöser gewesen, zu sagen, wir versuchen mit Hoffenheim, die damals die klassenhöchste Mannschaft der Region gewesen ist, in die Bundesliga zu kommen. Ja. Dass es geklappt hat, war schön. Wir haben ja auch ein paar Hoffenheim-Fans hier. Holger Stanislawski ist der neue Trainer. War früher beim FC St. Pauli. Hat was ganz Erstaunliches gesagt. Hat nämlich gesagt, wenn ich dieselbe Punktzahl mit St. Pauli geholt hätte wie mit Hoffenheim, hätte ich in St. Pauli mehr verdient, als ich jetzt in Zukunft in Hoffenheim verdienen würde. Jetzt gehen ja eigentlich alle davon aus, Herr Hopp, dass er natürlich bei Ihnen, sagen wir, ordentlich mehr bekommt als St. Pauli und deswegen zu Ihnen gekommen ist. Da waren wir jetzt alle überrascht. Ja, ich weiß nicht, was er in St. Pauli verdient hat in der Vergangenheit. Bei uns hat er, sagen wir, nicht vergleichbar jetzt mit Van Gaal oder sowas. Also ein moderates Einkommen, mit dem er zufrieden ist, mit dem wir zufrieden sind. Aber die Wertschätzung in St. Pauli war offensichtlich so groß, dass man dort als Rettungsanker ihm angeboten hat, du kriegst offensichtlich sehr viel erfolgsbezogene Vergütung. Er hat ja gesagt, wenn wir so viele Punkte machen würden in Pauli wie in Hoffenheim, dann würde ich da mehr verdienen. Also ich nehme an, er hat 50 Punkte als Maßstab genommen und halte ich für möglich, aber spricht für den Stanislawski, dass er seinem Konzept treu geblieben ist, dass er gesagt hat, ich muss jetzt mal woanders hin. Dass er da nicht aufs Geld geguckt hat. Und auf der anderen Seite spricht es für die Wertschätzung ganz gewaltig, dass Pauli sich da so ins Zeug gelegt hat. Sie haben ja gesagt, das ist der ideale Trainer. Sie freuen sich, glaube ich, auch riesig auf den. Vielleicht auch, weil er ein Mann ist, der gelernt hat, mit bescheidenen Mitteln großen Erfolg zu haben. Ja, das ist, hat mir besonders imponiert, dass er mit wirklich bescheidenen Mitteln enorm viel erreicht hat. Dass er abgestiegen ist, wenn man genauer hinschaut, liegt sicherlich daran, dass sie unglaublich Verletzungspech gehabt haben. Die haben zeitweise das ganze Mittelfeld ersetzen müssen. Zambrano, wissen wir ja, hat sich schwer verletzt, war einer der Säulen der Mannschaft. Also das lag nicht am Trainer, dass das passiert ist. Ich möchte gerne mit Ihnen noch kurz über Uli Hoeneß reden. Er hat vor kurzem ein sehr interessantes Interview gegeben in der Sportbild. Er hat zum einen gesagt, wir müssen dringend, er meinte damit sich und die Bayern, wir müssen dringend wieder richtig attackieren, auch auf die anderen Mannschaften, auch verbal. Glauben Sie denn, dass die Bayern in diesem Jahr wieder alles in die Waagschale werfen, um den anderen die Nase zu drehen? Oder wird am Ende doch Dortmund wieder die Nase vorne haben? Klopp macht ja einen sensationellen Job. Ja, also wenn man... Man kann sich nicht vorstellen, dass Dortmund die Saison wiederholen kann. Das war traumhaft, was die gespielt haben. Mit einer Mannschaft, die zu Anfang, naja, taxiert war fürs Mittelfeld. Das war überragend, das werden sie nicht mehr schaffen. Ich glaube schon, und ich sage das nicht, weil Audi Gesellschafter bei Bayern ist, dass die Bayern tatsächlich wieder vorne sein werden.